So, nichtsdestotrotz, also das sind alles Dinge und es ist schlimm, dass wir keine Unterstützung haben. Also deshalb, wir machen genauso weiter. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Geht mir einer in die Wäsche, werde ich ihn anzeigen. Schreit einer mit uns rum, zeige ich ihn an. Kommt mir noch mal einer irgendwo dämlich jetzt, zeige ich ihn auch an. Jetzt ist Schluss, egal wer er ist. So, des Weiteren absolut keinen persönlichen Kontakt, nur noch schriftlich, ne, Nadi? Das wollten wir vermeiden, deshalb haben wir gleich persönlichen Kontakt zur Polizei gesucht, aber man wollte nicht, ne, Nadi? Man war höflich und reserviert und man hat uns belogen. So, und das ist natürlich schlimm. Schriftlicher Kontakt bedeutet, Sie anderen können reinfälschen und Sie können unsere Mails lesen. So, und ich möchte mal erinnern, wir kamen ja nicht an den Schufa ran und da wird uns jetzt ein bisschen schlecht. Da möchte ich doch mal wissen, was da läuft. So, und dann brauchen wir Unterstützung, damit wir mit dieser ganzen Logistik fertig werden, Herr Navi. Weil jetzt wird man uns einfach zumehlen und zuschütten. So, und dann möchten wir unbedingt aus der Wohnung raus, Herr Navi. Das läuft an, das habe ich ja schon gesagt, das bleibt alles. So, des Weiteren weiß man, also Versandhäuser und so, bei denen wir Schulden haben, jetzt vermuten wir auch Banken, weil da so sehr viel Geld auftaute, ne? Das muss man ja auch irgendwie beweisen können. Oder, wie gesagt, oder sie beschuldigen uns, dass wir irgendwo eine Bank überfallen haben oder so, ne? Oder beschuldigen uns, dass wir mit Drogen handeln oder so. Das kann natürlich auch sein. Weil bei Drogen ist ja viel Geld im Spiel. Aber da möchte ich nochmal sagen, dass es nicht an dem ist. Jeder sollte merken, dass wir von Drogen keine Ahnung haben. Oder immer noch keine Ahnung haben. Weil darum konnte ich mich noch nicht kümmern. Selbstverständlich werden wir uns darum kümmern. Weil man muss ja wissen, wie unsere Feinde funktionieren. So, und da sollte jeder sollte jetzt ein bisschen besser Bescheid wissen. Jeder sollte einiges gelernt haben. Und jeder sollte sich wundern, was hier los ist. Und wie egal das den Behörden ist, dass es so ist. Und ich habe ja auch schon ein Statement davor gesagt, oder ein Statement davor, dass Jobcenter West, Sozialamt und so, dass sie genau Bescheid wissen, dass wir Doppelgänger haben. Da sind wir uns doch ganz, ganz sicher. So, möchtest du noch was dazu sagen? Ja. Ich möchte jetzt noch dazu sagen, also dem ist ja eigentlich noch nichts mehr hinzuzufügen, was mein Mann gesagt hat, aber ich möchte auch noch mal sagen, diese Tricks, die laufen bei uns nicht mehr. Wir werden jetzt knallhart sagen, was wir wollen, was wir machen werden und das ziehen wir durch. Wir ziehen unsere Sache durch, so wie wir denken, dass es richtig ist und es ist auch so richtig, wie wir es machen. Und es wird niemandem gelingen, das zu verschweigen, was wir alles aufgedeckt haben, denn nur das ist das Ziel, warum man uns für verrückt erklärt und unmündig und was weiß ich nicht noch. Und egal wie viel Postfächer und Bankkonten man noch auf meinen Namen einrichtet und sie überzieht und was weiß ich nicht noch, das wird alles jetzt nicht mehr klappen, denn ich weiß jetzt, was gelaufen ist. Das ist sehr, sehr schön, dass wir darauf gekommen sind. Und ich kann nur sagen, viel Spaß. Wenn Sie sich dafür entscheiden, weiterzumachen, liebe Verbrecher, dann tun Sie das. Wir machen es auch. Das kostet natürlich alles ein bisschen, ne? Das kostet ein bisschen. Ein Glück, dass wir so vorsichtig waren, das möchte ich nochmal sagen. Also das Problem ist nicht, dass man uns hypnotisieren kann, sondern dass wir unter Hypnose waren und auch Statements unter Hypnose gegeben haben. Ne? Und meine ganzen Kraftausdrücke und so, das war unter Hypnose. Das ist ganz, ganz schlimm und das ist der größte Horror, dass wir da wieder dran sind. Und man wird auch nicht aufhören, uns zu beseitigen zu wollen. Und jetzt wissen wir auch, warum man weiter so forsch rangeht. Warum wir immer wieder Unfälle erleben, ne? Oder beinahe Unfälle. Weil es reicht ja schon, wenn wir verletzt sind und im Krankenhaus kommen, schon wird der Doppelgänger eingesetzt. Und es reicht ja schon, wenn sie meine Frau kurz verschwinden lassen, dann schicken sie einfach die Doppelgängerin. Ja, und Staatsanwaltschaft, Polizei und Richter sind dann so eine Zottel, wenn ich dann sage, das ist nicht meine Frau, dann werden Fingerabdrücke genommen, Gebiss genommen, alles, und dann sagen sie, ich bin irre und es ist meine Frau. Ja. So einfach ist das denn. So einfach manipuliert man Menschen, nur weil sie totales Desinteresse haben. Totales Desinteresse, irgendwas aufzudecken. Ne? Ich möchte nicht sagen, Desinteresse daran, Korruption und Kriminalität aufzudecken. Das möchte ich nicht sagen. Aber bei uns, das ist denen schon längst so weit. Da haben sie schon totales Desinteresse, das aufzudecken. Und das
Das ist was ganz Gewaltiges, was wir noch sehen. Leider, eigentlich hatte ich was anderes versprochen und wir wollten noch was anderes machen, da sind wir noch bei. Das ist es jedenfalls nicht, was wir diese Woche veröffentlichen wollten. Das möchte ich auch noch mal sagen. Wir sind da auch noch an einem ganz anderen Brocken dran, aber der ist lange nicht so dicht. Also das ist schon richtig. So, das bedeutet für uns persönlich auf jeden Fall, das möchte ich noch mal kurz aufzählen, dass wir überall Bankkonten haben und eben das die größte Ungereimtheit wird es dann geben, dass wir auch nach 96 überall Bankkonten haben. Das ist eben das Größte und Schwerste. Ja. Weiterhin bedeutet das, dass man, wenn wir Bankkonten haben und man diese Personen eingesetzt haben, dass wir auch Kredite aufgenommen haben. Warum nicht, ne, Nadel? Ja. So, und ich nehme auch an, dass wir Häuser gekauft haben und so weiter und so fort. Und dass eben wie das Geld ankam. Und weil die Socken ja alle zusammenhalten, werden sie schon den Kaufvertrag alles ausgefüllt haben. Also wird im Prinzip der Verkäufer wird schon alles gekriegt haben, nur das Geld nicht. So, und der ist dann sein Haus beispielsweise los. Das fiel uns heute gerade so ein in diesem Zusammenhang. Und er startet natürlich Anzeige gegen meinen Doppelgänger und die Anzeige landet gegen uns. Herr Nade? Ja. Und das zieht man dann durch und dann haben wir Schulden. So. Und der Häusleverkäufer, der hat nie Geld gesehen. Den haben sie darum gebracht. Da sind sie auch frech, die Socken. Das kann auch so sein, dass sie gesagt haben, er hat Geld gekriegt. Also das kann auch sein. Da möchte ich mal sagen, also hier ist es noch nicht ganz so in Frankfurt, aber in Rostock alles. Ne? Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter, Sparkasse, Post, überall sitzen die Alten und auch schon die Kinder oder andere Bevorzugte, ne? Und Mitläufer, die dann alle Ruhe mitmachen. Und denen ist das total egal, Hauptsache Geld. So, und dann noch ein letztes Mal schauen sich die beiden an oben. Ne? Merkel und Gauck. So, und die Frau, wenn das stimmt, die jetzt ein Buch rausgebracht hat, die da auch irgendwie Beraterin von Kohl war oder so, habe ich nicht ganz so mitbekommen, sie lügt. Ich konnte als Psychologe genau hören, dass sie in dem Interview gelogen hat. Sie weiß also genau Bescheid, was hier läuft. Man ist also im Internet auf unsere Homepagen gestoßen und sie wusste schon vorher, bevor ich das veröffentlicht habe, was los ist. Ja. Sie will jetzt nur, dass da weiter nichts passiert und tut jetzt so, ne, neuer Führungsstil und so. Sie wollen eigentlich nur noch raus. Und nach mir die Sündflut, und wenn sie tot sind, ist sowieso alles egal. Sie wusste ganz genau Bescheid. So, und dann weiß man ja auch, von wem Merkel gelernt hat und Tipps gekriegt hat. Und von wem auch der dumme Herr Kohl, der früher mal Bundeskanzler war, ihr Bundeskanzler, nicht meine, ich wurde hier reingepresst, Tipps gekriegt hat, wie er sich verhalten soll. Weil daran, wie gesagt, ich habe mich nie interessiert für Politiker, aber wenn dann noch andere ihre Referate schreiben und ihnen genau sagen, was sie machen sollen. Also daran erkennt man eigentlich die Intelligenz des Menschen. Bloß wenn Politiker das auch noch vorgegeben kriegt, dann fällt er natürlich nicht auf, dass er ein bisschen Dümming ist. Ne? So, und der war nur ein bisschen Dümming und korrupt. So, und die anderen beiden sind extrem kriminell und Mörder. So, hast du da noch was hinzuzufügen, Schiller? Nein. Danke für die Aufmerksamkeit.